Willkommen zurück bei Pokémon Y. Du hast eine Schere. Oh, wen haben wir denn hier? Ich bin Amaro, der hiesige Arena-Leiter. Na, wie hat dir mein Parcours gefallen? Er war zu lang. Ich habe jeden Grashalm, aus dem diese Anlage besteht, eigenhändig ausgesucht. Du kannst das als kleinen Vorgeschmack auf meine Stärke verstehen. Und jetzt bekommst du die volle Packung. Okay. Ich bin davon nicht so überzeugt. Amaro. Papunga! Ich liebe Papunga. Es ist so süß. Ich will unbedingt einen Shiny Papunga haben. Weil ich so süß finde. Aber keiner hat einen Shiny Papunga für mich. Akrobatik? What the fuck? Kann sein, dass ich den Part hier ein bisschen früher abbrechen muss als 20 Minuten. Weiß ich aber noch nicht sicher. Ah, wieso überlebt das? Das ist jetzt etwas schlecht. Sag mal, wie viel haltet ein Sprudel? Hier, Angie, nimm einen Sprudel. Ich weiß. Ich könnte jetzt natürlich einen Ruckzuck probieren. Wenn Anchi dann stirbt, ärgere ich mich grün und blau. Ah, Volltreffer. Machen wir denn gegen Chef rum? Komm, wir machen Mark. Mark mit Akrobatik. Nicht Akrobatik, sondern Aeros. Vor Schiffrum habe ich ein bisschen Angst. Ich könnte natürlich auch noch meine Kraft ein bisschen erhöhen. Das machen wir jetzt mal. Auch was anderes als Strauchler? Werd mal deinem Namen gerecht. Ich hatte voll Angst vor dir. Mann. Und, was hast du noch? Ah. Ultrigaria. Ach, das mache ich jetzt schon schnell. Mit dem. Mit dem hier. Fähigkeit von Mark wurde unterdrückt. Was ist denn die Fähigkeit von Mark? Ich weiß es gar nicht. Mark reicht Level 37. Yeah. Die Freundschaft zu deinem Pokémon bedarf viel Liebe und Geduld. Ja. 10.000, Alter. Angie. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh, das dauert immer so lange, bis es abbricht. Und dann habe ich immer Angst, dass sie sich jetzt entwickelt. Obwohl ich nicht will. Was für ein fulminanter Kampf. Dein Team vertraut dir, du vertraust deinem Team. Als Zeichen deines Sieges vielleicht dir den Blattorden. Der sieht sehr hübsch aus. Der gefällt mir gut. Bitte, Blattorden kannst du auch außerhalb der Fliegen einsetzen und so. Ja, ja, und Level 60. Und ich hab dir noch Strauchler. Aha. Ach so. Ach so. Okay. Darf ich jetzt rutschen? Ich darf rutschen! Juhu! Tschüss, Amarino, oder wie du heißt.
Yay! Woohoo! Yay! Yay! Ey, ich hab gewonnen. Cool, oder? Ja, danke. Und ich habe kein einziges Pokémon verloren. Ich muss mal kurz. Was? Schon wieder? Danke, 3DS, dass du mir das sagst. Ich habe ihn doch schon eingesteckt. Ja, heile meine Pokémon. Okay. Danke, Schwester Joy. Nein, 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 nein. Ich brauche mal kurz die Karte. Und zwar... Was gibt's denn da in dieser Meereshöhle da? Weil hier ist Route 13, da muss ich bestimmt als nächstes hin. Aber... Ich muss den Part doch nicht vorher abbrechen. Aber ich weiß auch nicht. Hallo! Weiß noch nicht, ob du mir dienen kannst. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Kohle aus. Ich habe so viel Geld. Ich war beim Paraheiler. Oh, ich habe 4. Brauche ich. Da können wir 9 mitnehmen. Ah, hier eigentlich brauche ich doch gar keinen Schutz. Nehmen wir mal ein paar Top-Schutze mit. Die halten länger. Danke. Weiß nicht. Was hast du? Du hattest DMs, gell? Nee. Cool. Du hast geniale Pokebälle. Oh, ich habe schon 4 Timerbälle. Okay. Nein, das reicht. Danke, ich habe schon genug Geld bei euch ausgegeben. Ja. Typen. Okay. Wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir jetzt echt auf Route 13? Oder ich will eigentlich noch in die... Oh, Flordeli. Was willst du denn, Flordelis? Flordelis oder Flordeli? Flordelis, geh aus dem Weg! Ich habe von Professor Platon gehört, dass du die Mega-Entwicklung gemeistert hast. Ja, schön. Meine Glückwünsche zu dieser tollen Leistung. Danke. Damit hast du den Grundstein für eine noch glanzvollere Karriere gelegt. Der Schmutz von gestern lässt sich nicht mit dem Schmutz von morgen überdecken. Wenn du nach einer neuen, reinen Welt der Schönheit strebst, gibt es nur einen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Nimm diese Worte als Denkanstoß mit auf deinen Weg. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich davon halten soll. Habe ich mit dir schon geredet, Typi? Diese eiförmigen Dinger in der Pokémon-Pension, angeblich sind das keine Eier, sondern Wiegen. Ach, halt die Klappe. Ich hab... Wieso ist es auch nicht eingesteckt? Ich hab's eingesteckt. Echt, ich schwör. Mein Kabel hat irgendwie einen Wackler. Scheiße, das ist schlecht. Aber liegt's an dem Kabel? Es liegt an der Steckdose. Oh, ich muss da mit meiner Faust reindrücken. Da bist du ja endlich. Hallo. Haha, tut mir leid, wir wollten dich nicht in Verlegenheit bringen. Wir haben gar nicht wirklich auf dich gewartet. Wir waren im Auftrag von Professor Platon unterwegs im Kraftwerk. Aber das Tor zwischen Illumina City und Route 13 ist aufgrund eines unerklärlichen Stromausfalls fast geschlossen. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Also gut, du hast bereits den Zentral- und den Küstenbereich des Kalos-Region bereist. Was fehlt dir noch? Richtig, der Was-Bereich? Warte, ich erweitere den Pokédex gleich mal um den fehlenden Bereich. Kalos-Gebirgs-Pokédex, ach so. Okay.
Dieser entschlossene Blick, du siehst mit einem Mal so erwachsen aus. Aber egal, wir müssen weiter. Bon voyage! Oder Bon voyage? Nee, Bon voyage heißt es doch. Wow, hier geht aber ein Wind. Das ist ein Pokémon. Lass mich! Cool, Dicktri. Nein, danke. Auswegslos! Oh! Dann stirb halt! Wenn du unbedingt willst. Cool. Oh Gott. Ich habe keine Lust auf 1005 Milliarden 397 wilde Dicktris. Was? Flucht gescheitert. Nein, mein armes Evoli. Lass das jetzt mal. Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr flüchten, oder? Wenn es mir zu um Scheiß gefangen ist. Ja, klar. Tötet mich ein wildes Dicktri. Ich gehe in die Meerestitanenhöhle. Nein, ich will eigentlich ins Kraftwerk. Ich will, dass in die Luminosity wieder Strom ist. Aber ich glaube, ich spinne. Hey, da sind so wilde, viele wilde Pokémon. Und davor schützt mich auch mein Schutz nicht. Ach, die Batterieleistung lässt nach. Ja, ich weiß. Nerv mich nicht. Weißt du, da ist einfach voll viel Sand. Oh, Lex. Ich hasse Lex. Okay. Oh, cool. Oh, da ein wildes... Ein wildes Pokéball! Glattbrocken. Was macht es denn? Oh, tut es gut, wenn der Wind mal kurz still ist, ey. Verlängert die Dauer von Sandsturm. Oh, cool. Ein Item, das mit Glück gefüllt ist. What the fuck? Nein, Dicktri! Verpiss dich! Du bist gar kein Dicktri, du bist ein Knackleon. Ist ja noch schlimmer. Vor allem Level 28. Ich glaube auch, hey. Oh, cool. Kann ich da rein? Nein. Warum nicht? Hau ab, wildes Pokémon. Na, dann komm doch her und kämpf mit mir, wildes Dicktri. Weißt du was, wildes Dicktri weiblich? Ich töte dich, weil du mich nervst. Und weil ihr so fucking schnell seid. Warum überhaupt? Ihr habt nicht mal Füße wahrscheinlich. Mann, ne? Oh, wie komme ich denn da drüber über so ein Ding? Nein, lasst mich! Was
haben die sich... Oh, die Entwickler sind doch scheiße. Was haben die sich denn dabei gedacht? Oh Gott, das ist ja furchtbar. Was? Intensität 7. Stuhlst du denn gleich das Tier vor mit der höchsten... der höchsten Initiative? Nur weil da so ein scheiß Loch drauf ist. Wie komme ich denn da drüber? Mann. Nein, hau ab. Hey, da ist ein Baum im Hintergrund. Ja, natürlich. Intensität 7. Es kann ja nicht eine Intensität 4 sein. Nein, ich bericht. Ich will ihr bitte was geben, dass sie überlebt. Ein Sprudel. Alter. Ab wann kann ich eigentlich Kumu-Milch kaufen? Wieso war da ein Baum? Oh. Elektro-Pokémon sind immun gegen Paralyse. Lass mich da durch, bitte. Ich will hier raus. Oh. Ist doch mir echt egal. Ach, halt doch die Klappe mit der Kack-Batterieleistung, Alter. Zwischen 2:45 und 3. Hm. Nein, lass mich. Kann ich hier rein? Ich will aber. Aber hier ist wenigstens kein Wind. Hallo, ich bin richtig. Der schön gepflegt-Typi. Na? Alles klar? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, gell? Schön, dich zu treffen. Ich hab dich auch vermisst, Hasilein. Warte mal. Oh. Angie macht einfach. Okay. Ich war noch am Überlegen, ob ich auswechseln soll. Aber hat sich ja dann erledigt. So, wie ist denn jetzt das Level von den anderen so? Risikotackle, nein. Du lernst nicht Risikotackle. Golbatsch. Da, jetzt haben wir nämlich fast alle auf dem gleichen Level. Was ist ein Golbat? Psychoflug? Fragezeichen. Ja, oder? Psychoflug. Dann lasse ich doch einfach Angie und beiß es. Ich hoffe mal, dass das stimmt, was ich da mache. Oh, du bist schneller. Oh. Du bist ein Arschloch. Mann. Ja, dann komm doch. Gegen meinen Mark hast du keine Chance. Du blödes, blödes, blödes Pokémon. Die Flinklaue. Das war wohl nicht sonderlich effektiv. Aber macht nichts. Du kannst mir auch nichts einhaben. Ja, normal sind wir nämlich schon langsamer, war ja klar. Wenn Pokémon sowieso schneller ist, kann es dann trotzdem sein, dass manchmal die Flinklaue reagiert. Tommy! Was? Sorgensamen? Was sind denn Sorgensamen? Ach, Quatsch. Braucht doch keinen Schwanz. Nein. So. Ich hab dich ganz gepflegt besiegt, mein Schätzelein. Schon wieder!
Du hast gepflegt den Boden mit mir aufgewischt. Ich wollte den mal pflegen, den Boden. Ach, Eschi, Angie, lass das. Nein, du entwickelst dich nicht. Lass es gefälligst. Die Entwicklung wurde abgebrochen. Und jetzt mache ich mich ganz gepflegt aus dem Staub. Hä? Wo ist denn mein Kraftwerkspass? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Habe ich etwa den Pass verloren? Oh, scheiße. Neun Schritte in Richtung Osten. Es ist der hier. Das muss doch der hier sein. Heilst du meine Pokémon? Hallo, du da. Ich möchte mit dir reden. Ignoriere mich nicht. Ich habe deinen Pass leider nicht gefunden. Tut mir leid. Kann ich hier irgendwo mein Pokémon heilen? Die Musik ist ja episch. Ich habe Angst, dass gleich voll der fette Kampf auf mich zukommt. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!